figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Die letzte Folge war ein bisschen kurz, ich weiß. Ich wollte das aber spotlighten, weil es gibt so wenig Momente, wo Kratos irgendwie, na, reumütig ist oder Gefühle zeigt. Das muss man irgendwie appreciaten. Na, das ist so das Ding. Das ist so das Ding. Und jetzt spielen wir wieder Atreus. Ah, ich habe nur 1000 Points. Das reicht nicht. Also für gar nichts. Oh. Es ist viel komplizierter, als du glaubst. Du brauchst nicht zu wissen, ich bin alt genug. Hier geht's nicht um dein Alter. Worum geht es denn dann? Denn zu dieser Zeit wurden Magni und Modi wurden auf den Weg geschickt, der zu ihrem Tod geführt hat. Ich verstehe nicht, weil du es nicht versuchst. Dann hilf mir. Warum willst du unbedingt denselben Weg einschlagen? Und dann auch noch mit diesem Jungen. Um ihn geht es nicht. Ich... Das ist mein Traum. Hast du denn nie... Du bist nicht irgendeine Hofmagd. Wir sind Asen. Wir haben... Pflichten, keine Träume. Und du musst das endlich begreifen. Manchmal hasse ich dich. Sifs und Thors Gemach. Zu Hause würden sie ausflippen, wenn sie wüssten, dass ich hier bin. Moment, was mache ich hier drin? Das Riesendesaster höchstpersönlich. Im Ernst, was ist dein Problem? Mein Problem? Bist du, war das nicht klar? Du kommst hierher, schwenkst große Reden, als ob du uns alle durchschaut hättest. Aber alles, was ich sehe, ist ein verängstigtes Kind, das uns etwas vorgaukelt. Überfordert, völlig allein und sehr, sehr weit weg von zu Hause. Oh. Liege ich falsch? Nicht hier. Vielleicht ist Odin in seiner Bibliothek. Den Riesen herzubringen, der meine Söhne getötet hat. Warum? Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen. Hör auf, deine Frau für dich denken zu lassen. Sie trübt das bisschen Verstand, das du noch hast. Hier geht's nicht um sie. Nein, es geht um deine eigenen Grenzen. Finde dich mit ihnen ab. Geh doch etwas zertrümmern, hm? Ganz ehrlich, als Trunkenbold warst du mir lieber. Loki, komm her. Ich hab's endlich verstanden. Hier hast du Ymir getötet. Nicht wahr? Den ersten Riesen. Sag mir, kann man einen Erdrutsch töten? Einen Sturm ersticken? Er war mehr eine Naturgewalt, ein Gefäß der Macht. Ich war jung, töricht.
sah eine Gelegenheit, etwas Großes zu schaffen. Du hältst es sicher für grausam, aber ich musste es tun, um die Meinen zu schützen. Warum steht dein Haus hier? Was ist da drin? Wenn ich dir trauen soll. Ich will es dir sagen. Damals, nach Ymirs Tod, da sah ich etwas, den Riss. Vielleicht der Geburtsort der Realität. Ich sah hinein. Und da war etwas, das meinen Blick erwiderte. Es flüsterte. Dinge, die ich nicht annähernd verstand, aber ganz sicher die Wahrheit. Als es mich blendete, dachte ich, das war's, dass ich nie wieder hineinsehe. Und dann fand ich das. Und ich wusste, dass dies mir endlich die Antworten geben würde. Weißt du, Junge, ich weiß nicht, wohin ich gehe, wenn ich gehe. Für mich gibt es kein Valhall. Ragnarök kann nicht das Ende sein. Ich muss wissen, dass da noch mehr ist. Ich muss wissen, was mit mir passiert. Und das ist die Wahrheit, die ich schwöre. Bei meinem letzten guten Auge. Das ist die Wahrheit. Die Inschrift hier. Da steht kalter Atem. Atem. Wind. Das ist sicher Helheim. Helheim, sagst du? In Ordnung. Und ich weiß auch, wer dich am besten begleitet. Ich denke, ihr zwei kommt mit der Verantwortung zurecht. Verlass dich auf uns. Vermassle mir das nicht. Oh, fast vergessen. Heimdall wird euch begleiten. Welch ein Privileg. Für uns alle. Oh, Vater! Du willst nicht ohne das hier die klirrende Kälte Helheims betreten. Every Lau. Das sollte dich schön warm halten. Gern geschehen. Mir meint nicht mal Odin überlebt Helheims Kälte. Glaubst du alles, was die alte Ziege sagt? Frut, schade, dass dein erster Ausflug ausgerechnet nach Helheim geht. Ah, wir machen das Beste draus. Ja, gut. So gerne ich auch auf euch Kinder aufpassen würde, ich muss etwas anderes für den Allvater tun. Wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, dann schreit, damit ich eure Leichen finden kann. Ich bin froh, ist er weg. So ein Arschloch. Finden wir das Maskenteil. Endlich kann ich mich an der Seite des echten Valkyre-Experten erproben. Zunächst einmal sind Hehlläufer nichts im Vergleich zu Valkyren. Außerdem dachte ich, du glaubst mir nicht. So, komm. Ja, ich musste wieder den Sound ein bisschen anpassen, weil sonst eskalieren die Dinge hier. Deine Chance! Nur nicht, dass Großvater sie verdarb oder die Verwüstung in Midgard verursachte oder alle Riesen töten ließ. Habe ich was vergessen? Ziemlich viel sogar. Ziemlich viel sogar. Ja. Also Teil 1 hat mir definitiv mehr gebockt als der Teil. Also wirklich. Es macht mir ja sogar mehr... Hehlläufer! Ich mach das! Was? Soll ich einfach nur zusehen? Auf keinen Fall! Wow, das ist echt gut. Ja.
dir sagen. Diese Krieger sind nicht so schwer zu bezahlen. Lass mal! Also, welche anderen Verbrechen hat mein Großvater verbrochen? Mal sehen. Er hat Vanahin verwüstet, Tyr gefoltert, Groa ermordet, Ymir getötet und vieles weitere. Interessant. Und wer hat dir das erzählt? Es waren Freya und Mimir. Oh, also seine verräterische Ex-Frau und ein verbitterter ehemaliger Berater. Klar. Ich weiß, dass du mir nicht glaubst, aber... Nein! Entweder redest du Blödsinn oder du bist ein Heuchler, weil du ihm hilfst. Konzentrieren wir uns auf die Mission. Frut, mein Vater war nicht immer so wie jetzt. Er hat sich geändert. Vielleicht kann Odin das auch. Ich weiß, es ist schwer zu ertragen, aber du solltest die Wahrheit wissen. Was du damit anfängst, das liegt bei dir. Da hat er nicht Unrecht. Man kann auch nur seine eigene Meinung bilden, wenn man halt die Wahrheit kennt. Die Wahrheit hinter der Wahrheit. Die Docks von Vagdelmir. Und endlich sehe ich wieder, was ich aufsammel. Ohne Scheiß, das habe ich so vermisst. Sarkas, hier hat die Maske uns hingeschickt? Ja. Gehen wir zurück. Wir finden einen Umweg. Hey, ich will aber zu dieser Scheiße, ey. Siehst du? Mehr Hehlläufer. Wir sind auf dem richtigen Weg. Klar. Ich kann das Schwert sogar steuern mit L1. Das ist ziemlich geil. Aufregend. Ich würde sogar sagen. So, da oben ist jetzt ein großes Loch. Könnte der neue Weg sein. Die Braut gefällt mir mehr als die andere. Ich schaff das. Du bist nicht dein Vater. Mhm, klar doch. Hey, bei uns ist alles gut, oder? Schätze schon. Vielleicht sind unsere Familien dazu bestimmt, Feinde zu sein. Aber wir nicht. Das glaube ich nicht. Aber ich auch glaube, nicht. Dass du eine tolle Walküre wärst. Das werde ich auch deiner Mutter sagen. Auch wenn sie mir echt Angst macht. Das bedeutet mir viel. Danke. Jetzt müssen wir ein Maskenteil finden. Ja, nee. Hier geht's auch nicht weiter. Was jetzt? Weiß nicht. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, was wir brauchen, ist hier. Okay. Ach, hier oben. Ich brauche wirklich einen Bogen. Den kriegt
Fand schnell. Gut zu schießen, das ist schwer. Vielleicht zeigst du es mir. Die erste Walküren-Bogenschützin. Abgemacht. Sie ist durch den Boden gebrochen. Reicht unser Weg hoch. Gehen wir runter und sehen nach. Ich guck mich noch hier um. Seht ihr? Na? Ich lass nie was liegen bei so herabfallender Himmel. Feuer deine Kaskade, zerstöre Schallpfeile ab, um das Gebiet zu bombardieren. Moment. Bogenfähigkeit. Das ist definitiv eine nice Geschichte. Ich brauche EP dafür. Ugh. Ist das dumm. Aber egal. Wenn so eine Gruppe Hellheim-Dullis da sind, dann... Hä? Ich glaube, ich sehe da oben etwas. Jetzt laufen wir. Jover! In eine Gruppe Hehlläufer. Erledigen wir sie. Jover! Wie aufregend! Eine Wiedergängerin! Ich halte sie für dich auf! Nein, ich schaff das! Jover! Wow, du kannst dich in einen Wolf verwandeln? Ja. Hey, das ist so gut, dass die was sagen, ne? Oh Gott, komm! Die Kiste! Da kommen wir durch. Du kannst meine Bauch danken. Das werde ich sicher nicht tun. Skalver! Komm jetzt hierher. Wie aufregend! Sehr, sehr gruselig. Dass sie nicht mal Wiedergänger kennt, was macht die da bei ihrem Training? Schlafen oder so? Auf dem Gitter scheint noch mehr Klingstein zu. Sehr gut. Weiter. Da oben. Dann da oben noch. Ja, ich meine... Wenn wir schon Items mitnehmen können, dann nehme ich alles, was ich kriegen kann. Und hier geht's auch nicht weiter. Es muss, was sagt die Maske? Also, das Signal der Maske ist etwas seltsam mit all diesen Hindernissen. Aber ich glaube, wir sind hier richtig. Du glaubst? Nice. Also wirklich, das hat mir wirklich immer gefehlt, seitdem ich die Einstellung geändert habe. Und jetzt habe ich mich ein bisschen mit der Einstellung wieder befasst und ja, jetzt habe ich alles wieder so, wie ich es möchte. So. So, komm, greif an. Ja. Ich liebe das Schwert, ne? Am Anfang wusste ich nicht, was ich damit soll. Das macht immer, was es will. Aber mit L1? Viel besser. Was für ein Nachbar, ich sehe keine. Ach, da vorne. Skalber! Loki, Achtung!
dumm bin ich nicht, ne? Oh, hab ich zwei erwischt? Sorry, Bro. Warte, hier lang? Klar. Erwischst du mich etwa? Das hier muss gut laufen. Meine Familie muss sehen, was ich kann. Ich weiß. Geht mir auch so. Darüber. Zerbrochene Rune, okay. Braucht doch nicht immer die Maske. Wir müssen wohl hier durch. Lass mich das übernehmen. Also, das Ding wehrt sich mächtig. Siehst du was da drin? Gaul! So. Gut. Was immer du getroffen hast, ist durch den Boden gekracht. Gehen wir nachsehen. Also... Ich spreche viel von Mutter. Wie ist dein Vater so? Er ist heftig. Als würde er mich in eine Form pressen wollen. Aber ich weiß nicht, ob ich das bin. Uff, tja, ich weiß genau, wie das ist. Allerdings weiß ich nicht, was ich will. Ich find's toll, dass du es weißt. Du kriegst es raus. Oh Gott. Das hast du jetzt nicht gemacht, Bro. Hä? Er hat mir jetzt seine übergebraten. Hey, jetzt reicht's. Das ist so toll. Ich bin noch nicht fertig. Ups, bin ich zu stark, bist du zu schwach. So. Hey. Woher kommt der Scheiß? Mutter wird echt Probleme haben, mich nach all dem in Asgard zu halten. Wo lang? Die Maske hat vorhin gerade ausgesagt, aber natürlich ist er versperrt. Vielleicht wollen sie die Leute draußen halten. Oder etwas darin. Moment. Man kommt bestimmt anders vorbei. Das geht immer. Zum Glück habe ich den anderen, also die andere Sicht, ne? Sehr gut. Sonst, Warum? Komplett RIP. Das war nicht immer so. Nach einem Streit mit Mutter riss ich aus und sah sie trainieren. Irgendwie hatte jede ihrer Bewegungen ein genaues Ziel. Als wüssten sie genau, wo sie sein müssen. Und in dem Moment wusste ich es auch. Also, wohin jetzt? Wir müssen wohl hier durch.
Während des Trainings kann ich... Zu schwer. Sei still. Es ist blockiert. Ich schau mal nach, aber ich will den Rest hören. Abgemacht. Zu schwer. Hast du meine Arme gesehen? Mal sehen. Nicht schlecht. Ich weiß. Wie gesagt, die Walküren kämpfen zu sehen. So viel Kraft und Stil, ohne Kompromisse, hat mir Klarheit verschafft. Zum ersten Mal sah ich meinen Weg vor mir. Ganz deutlich. So. Da müssen Riesen der Prophezeiung folgen. Wen kümmert's? Finde deinen eigenen Weg, so wie wir es hier machen. Da hat sie nicht Unrecht, mein Herr. Oh nee, wenn ich die Schiffe schon nur wieder sehe. Hat mir in Teil 1 schon nicht gepasst, ey. Zur Seite, Hänfling. Die hier klemmt auch. Aber sie lockert sich schon. Geschafft? Sieht so aus. Legen wir los! Wohin jetzt? Wenn wir an der blöden Kiste vorbeikämen. Wir müssten wohl da durch. Ist aber versperrt. Mit dummen Kiste, ne? Jetzt hoch? Versuch die Kiste auf der anderen Seite irgendwie abzuschneiden. Ich warte hier. Ich komme da nicht so elegant rauf wie du. Jawohl. Ingrid, vielleicht so grob wegen ihres Großvaters? Sie sollte die Wahrheit wissen, oder? Ja, schätze ich auch. Hey! Sprichst du mit mir? Nein. Ich spreche mit Ingrid. Aha. Tja. Zorn des Wolfes. Es werden drei Spektralwölfe herbeigerufen, die sich auf Gegner stürzen. Was kann ich die Kiste besser sehen? Galva. Geschafft! Ich sollte zurück. Oh Gott. Geht's dir gut? Ich schaff's schon. Sehr gut, Loki. Mach sie platt. Galva.
Danke, dass du gewartet hast, Fräulein. So, das war's komplett. Ich wusste doch, dass auch hier immer wieder Gegner sein müssen, um das Spiel zu strecken. Weil man ja sonst. Los geht's! Wow, die Maske dreht durch. Wir sind fast da. Und man sonst ja so schnell wäre, ne? So. Jetzt gehen wir hier lang. Ja. Was war das? Guck mich nicht an. Du warst doch schon mal hier. Ist vermutlich nicht. Klingt aber nicht nach nichts. Ah, das klingt höchstens nach einem Drachen, ne? Oder sowas. Ja. Oder nach einem ziemlich... Wir müssen hier weg. Aber die Maske. Wir sind so nah dran. Beschissenen Boss. Ich glaube, der ist nicht gefährlich. Sehen wir hier gerade dasselbe? Vielleicht ist er aus gutem Grund angekettet. Ich kann fühlen, was er fühlt. Ist so ein Riesending. Er will einfach nur frei sein. Ein Wolf? Hinter ihm sein. Vertrau mir. Gut. Zuerst das Schloss, das nicht in der Nähe der Zähne ist. Ich würde eher das als erstes nehmen. Machen wir das jetzt oder nicht? Na los. What the fuck? Ich geh zuerst gucken. Und jetzt Nummer zwei. Ja. Noch einer unter seinem Fuß. Ach du Scheiße, wie geil da die Pfoten aussehen, ne? Wenn er aufwacht und dich bei was auch immer du da tust erwischt, sind wir tot. Wow. Achtung! Gern geschehen, räudiger Köter. Sehen wir in der Kammer von ihm nach. Vielleicht erinnert sich hier. Vielleicht erinnert sich dieser Hund, Wolf, später an uns. Wasser ist oder so. Da ist... Wie? Sie reagiert nicht mehr. Das ist noch nie passiert. Du sagtest, ich soll dir vertrauen. Und wir haben dieses Ding befreit. Großvater bringt mich um. Wir müssen hier weg. Komm schon. Trud, warte. Vielleicht haben wir es übersehen. Vielleicht ist es hier irgendwo. Trud. Alles wird gut. Wie kannst du das sagen? Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, bringe ich es in Ordnung. Ich finde das Teil. Da ist sicher ein Wolf drin. Er hat's gefressen. Ja, guck. Ja. Unfassbar! Unfähiger Volltrottel! Du weißt, dass das Ding Löcher zwischen den Welten reißt, ja? Tja, ich hätte wohl auch nichts anderes erwarten dürfen von einem Halbblut. Nenn mich nicht Halbblut! Ich werde dich nennen, wie es mir gefällt, Kleiner. Lass ihn in Ruhe. Es war ein Fehler. Nein! Der Fehler war, dich glauben zu lassen, dass du schon bereit wärst. Du hast ihm geholfen, oder?
Auf wessen Seite stehst du überhaupt, Püppchen? Find es doch heraus. Oh. Und was willst du jetzt genau unternehmen? Weißt du, jeder hier nimmt Rücksicht auf dich, denn sie fürchten sich vor deinem Vater. Doch ich nicht. Dieser fette, betrunkene, nutzlose Versager! Hey! Nochmal! Ja, ja, die Dummheit fällt nicht sehr weit vom Stamm. Na dann mal los! Versuch dein Bestes. Du hast noch viel zu lernen, Kleine. Als erstes, wer deine Familie ist und wer eben nicht. Warte nur, bis ich eine Walküre bin. Oh. Du glaubst tatsächlich, der Allvater würde dir das erlauben? Bitte, lass doch dieses kleine Wiesel nicht deine Wahnvorstellungen noch unterstützen. Es reicht! So knapp. Stopp! Er will dich nur wütend machen. Ja? Das hat er. Wow! Ihr Kinder seid ermüdend. Seid ihr jetzt fertig mit eurem kleinen Trotzanfall? Dann sollten wir gehen. Ich kann es nämlich kaum erwarten, wie ihr diesen Riesenschlamassel dem Allvater erklärt. Oh, das wird einfach großartig. Hugen! Verdammt, er ist nicht hier. Vielleicht im Arbeitszimmer. Oh Mann, der wird durchdrehen. Vater wird mir helfen. Nachdem der Allvater ihn mit eingezogenem Schwanz weggeschickt hat? Wohl kaum. Und du, Loki von den Jötnar, deine Inkompetenz verfolgt mich. Sie hält mich nachts wach. Wenn du meinst... Nein, im Ernst. Ich finde die Nuancen und Abstufungen deiner Unfähigkeit fast schon... rührend. Wenn wir deine Nutzlosigkeit als Brennstoff nutzen könnten, könnten wir die ganze Stadt beheizen. Gut, ich bin schuld. Aber lass sie da raus. Ich brauche deine Hilfe nicht. Verzeih. Spar dir das für den Allvater. Wir haben viel zu besprechen. Loki, ich komme zu dir, wenn ich hier fertig bin. Dauert nicht lang. Na gut. Meine Mission verlief recht gut, Allvater. Der besprochene Gegner. Vielen Dank auch. Throod, ich will es nicht hören. Alles war gut, bis du aufgetaucht bist. Ich mach's wieder gut. Ich schwöre. Ich will jetzt nicht reden. Was passiert? Sie hasst mich, Thor. Mein kleines, du kannst mich nicht länger hintergehen. Sie hinter meinem Rücken ausbilden? Sie wird das tun, was sie will. Sollte ich nicht wenigstens helfen? Wissen, wohin sie geht? Ob sie aufpassen? Nein, ich will, dass wir zusammenarbeiten. Ich will, dass du einmal hinter mir stehst. Du ruinierst das bisschen Beziehung, das mir mit ihr noch bleibt. Ich tue mein Bestes, um diese Familie zusammenzuhalten. Wenn dem so wäre, dann würdest du dich deinem Vater endlich mal widersetzen. Du hast recht. Liebster. Nein. Du hast recht. Was bin ich für ein Vorbild? Das Einzige, was ich dieser Tage schaffe, ist wohl, alles um mich herum zu zerstören. Wir brauchen dich einfach hier.
Ich brauche dich. Allein schaffe ich das nicht. Ich hab's verbockt. In solchen Momenten fehlt mir zu Hause. Ingrid, hast du ein Zuhause, bevor du herkommst? Jemand, der sich um dich gekümmert hat? Das klingt wie ein Ja. Vielleicht kann ich dir helfen, sie zu finden. Ohne es zu vermasseln. Na, klingt das gut? Darf ich reinkommen? Ich habe gehört, was Heimdall gesagt hat. Ich würde es gern von dir hören. Was war los? Es war nicht da. Ich lag falsch. Tja, wir alle machen Fehler, Junge. Doch Garm befreien. Das war ein großer. Chaos breitet sich bereits in den anderen Welten aus. Wir sind sicher, hier in Asgard. Doch überall sonst? Ich glaube, ich will jetzt nach Hause. Na schön, wenn du das willst. Ich habe dir schon gesagt, du bist kein Gefangener hier. Du entscheidest. Geh, denke nach. Sicher kommst du wieder. Doch bevor du gehst, brauche ich die Maske zurück. Nicht, dass ich dir nicht trauen würde. Du verstehst, es ist eine Gesellschaft. Oh, und Ingrid? Bitte, ich muss gehen. Und Loki, wenn du dich bereit fühlst, unsere Arbeit hier wieder fortzuführen, dann wird dich Hugin in deinem alten Haus erwarten. Du lagst falsch, aber dennoch bist du hier weiterhin willkommen. Oh, und sag Hallo zu Mimir von mir. Dass ich mal so froh sein würde, zurück zu sein. Wenn du bleibst, musst du vielleicht eine Weile warten. Natürlich. Sollte schnell zum mystischen Tor. Odin hatte recht. Garm befreien. Wie konnte ich es so vermasseln? Gut. Fast zu Hause. Es ist gut. Alles wird gut. Nein, nein, nein! Du bist es! Warte! Du bist es! Leider! Kommst wie gerufen! Töte mal was, ja? Atreus! Vater! Der versucht, dich zu finden. Kann das warten? Wir werden hier angegriffen! Das nimmt kein Ende. Ich muss den Weltenriss schließen. Atreus, halt sie mir vom Leib! Nein.
Leister. Mit dem Zauber. Ich leite dich an. Sag mir wann. Laissa Riva. Laissa Riva. Laissa Riva. Atreus! Vater! Hoch mit dir. Hilfreier, ich werde sie ablenken. Ist es vorbei? Trotz deiner Untätigkeit. Wo ist Atreus? Atreus? Hat der Ausreißer all das hier mitgebracht? Jetzt halt still! Ich sag doch, das ist nichts! Oh. Du blutest. Heul nicht so rum. Wie nenne ich dich? Atreus, was ist passiert? Ich bin schuld. Die Hehlläufer sind überall. Überall. Das ist nicht deine Schuld. Doch ist es. Da war ein Wolf in Hehl. Er war in Ketten und ich hab ihn befreit. Ich dachte, wenn... Garm! Ach, verdammt, Junge! Garm ist frei! Garm? Garm wurde befreit? Das ist Wahnsinn, aber doch nicht von dir, Kleiner. Wenn der Hund von Hehl frei ist, zerstört er das Gefüge der Welten. Hehlläufer sind erst der Anfang. Wie konntest du nur? Ja, das einen Fehler zu nennen, wäre noch untertrieben. Was trieb dich zu so einer Tat? Ist das Lokis Werk? Genug. Lasst ihn. Atreus hat einen
Fehler gemacht. Wir werden ihn gemeinsam beheben. Toll. Wenn es euch nichts ausmacht, bleibe ich hier. Ich hab die Nase voll von Helheim. Ein Problem. Ich kenne keinen Weg zurück nach Helheim. Frag mal das Eichhörnchen. Ich muss sofort mit euch sprechen. Auf der Stelle. Herrschaften, entschuldigt meinen schroffen Ton. Aber was zurzeit in Helheim passiert, ist vollkommen inakzeptabel. Ich muss darauf bestehen, dass ihr sofort etwas dagegen Wir gehen ja. Und bitte, vermasselt es nicht. Willst du mich nicht, naja, zurechtweisen? Nein. Ich bin erleichtert, dass du sicher bist. Na gut. Wow. Vielleicht sollte ich öfter weglaufen. Atreus. Nur Spaß. Tut mir leid. Wo hast du denn den neuen Speer her? Brock hat ihn gemacht. Aus Brötnir. Was ist das? Ein Ring. Was hat es mit ihm auf sich? Ich weiß es nicht. Du warst nicht da, um zu fragen. Atreus! Er hat bestimmt nur Angst. Er lag wirklich lange in Ketten. Die tun ihm nicht weh, ja? Eine verzweifelte Kreatur kann die gefährlichste sein. Ja, und wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part, Freunde. Tödelö. Figure it out. I'll make it look like I'm moving.